Willkommen zu diesem neuen Tutorial. Diesmal beschäftige ich mich mit den Fragen. Das gehört nicht zu einer konkreten Arbeitsanweisung in dem Sinne. Es ist etwas, was meine Neuner eventuell brauchen können. Und es ist einfach etwas, das immer wieder im Französischen auftaucht, wie ja in jeder anderen Sprache auch. Deswegen habe ich mal einfach zusammengestellt auf den verschiedenen Niveaus, Sprachniveaus in dem Fall, was man so alles an Fragen stellen kann. Les questions. Das erste ist die Intonationsfrage. Das ist die einfachste Art von Fragen. Die funktioniert ganz einfach. Ich habe nämlich zweimal exakt den gleichen Satz und nur das, was meine Stimme macht, unterscheidet, ob es sich um eine Frage oder eine Aussage handelt. Wenn ich schreibe, dann mache ich natürlich noch ein Fragezeichen hin. Wenn ich spreche, ist es die Stimme. Deswegen nennt man es auch Intonation, weil es am Ton liegt. Das heißt, ich spreche für die Frage C'est Julien und für die Antwort C'est Julien. C'est Julien, C'est Julien. In beiden Fällen ist die letzte Silbe betont, aber die Stimme geht einmal hoch und einmal runter. Das kann ich jetzt mit und ohne Fragewort durchmachen. Wenn man ein Fragewort hat, dann erkennt man natürlich sehr viel leichter, dass es eine Frage ist. Grundsätzlich, auch hier muss man aber mit der Stimme hochgehen. Die Ja-Nein-Frage, die machen wir mal zuerst. Die heißt so, weil man mit Ja oder Nein darauf antwortet. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel frage, c'est Julien, dann wäre die Antwort zum Beispiel, oui, c'est Julien. Wenn ich frage, tu es de Paris, dann könnte die Antwort sein, oui, je suis de Paris. Da wird jetzt aus tu es, je suis, ist logisch. Das kennt ihr aus diesen ganzen Scherzdialogen. Wer ich? Nein, du. Was, du? Nein, nicht ich, du. Also logischerweise, wenn in der Frage du steht, bist du aus Paris, dann sagt der, der antwortet, natürlich ich. Entweder ich bin oder ich bin nicht aus Paris. Ansonsten ist die Reihenfolge der Wörter genau gleich. Tu und je sind gleich, es und suis sind gleich, de Paris. Dann können wir nach dem Alter fragen. Tu as 11 ans? Jetzt habe ich zur Abwechslung mal eine Nein-Antwort drin. Non, j'ai 12 ans. Dann habt ihr in der 5 ganz neu gelernt, die anderen hoffentlich auch nochmal wiederholt. Il y a. Und auch mit il y a gibt es, ist da, können wir eine Frage stellen. Il y a un stylo? Oui, il y a un stylo. Mit Fragewort geht es ganz genauso. C'est qui? C'est Julien. Tu es d'où? Je suis de Paris. Tu as quel âge? J'ai 12 ans. Quel ist ein Fragewort, das relativ spät erst eingeführt wird. Das heißt, welcher, welche, welches. Das heißt, wörtlich heißt die Frage, welches Alter hast du? Il y a quoi? Quoi ist ein umgangssprachliches Fragewort. Das heißt, was? Was ist da? Da gibt's was? Il y a un stylo. Die Antwort ist aber ganz normal. So, dann machen wir noch Eske. Eske geht immer. Eske ist unser Universal-Joker. Eske ist quasi unser Multitool. Wenn ich jetzt zum Beispiel die Wörter se, es und Julien habe, dann könnte das eine Frage oder ein Aussagesatz sein. C'est Julien? Frage. C'est Julien? Aussagesatz. Wenn ich jetzt aber vorne meine Fragesignalflagge hinmache, Eske, dann ist es ganz klar eine Frage. Est-ce que c'est Julien? Da ist auch bei dem Est-ce die Stimme ein bisschen höher, wenn man es ganz korrekt spricht. Est-ce que c'est Julien? Entsprechend wird aus Tu es de Paris. Est-ce que tu es de Paris? Auch hier jetzt kein Zweifel mehr, selbst wenn man schnell spricht, selbst wenn die Betonung verzerrt ist, weil man gerade lacht oder wütend ist oder weint. An dem Est-ce erkennt jeder sofort, das ist eine Frage. Tu es du? Auch mit Fragewort klappt's. Du es que tu es? C'est quoi? Jetzt wird's elegant. Qu'est-ce que c'est? Das heißt, jetzt haben wir dieses que am Anfang. Das ist förmliches Französisch. Das ist Französisch, das wir auch im berühmten Schulaufsatz schreiben dürfen. Qu'est-ce que c'est? Das ist jetzt wirklich was, das geht auch in der höflichen Unterhaltung immer. Das ist quasi die Standardfrage für was ist das? Nochmal ein paar mehr. Mit und ohne Fragewort.
als Ja-Nein-Frage haben wir einfach nur Est-ce que ohne alles. Est-ce que c'est Julien? Est-ce que tu es de Paris? Est-ce que tu as 11 ans? Est-ce qu'il y a un stylo? Und mit Fragewort, qui est-ce que c'est? D'où est-ce que tu es? Quel âge est-ce que tu as? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a kann sowohl heißen, was liegt hier, was gibt es, was gibt es zu essen, was gibt es zu kaufen, aber eben auch ganz im übertragenen Sinne, was ist los, was liegt an. Dann hätten wir noch die Inversionsfrage. Die wird sehr spät gelehrt. Viele sagen, sie ist für Deutsche eigentlich die einfachste Frage. Sie hat so ein paar Schwierigkeiten, wenn man etwas in die Tiefe geht. Sie ist ganz kurz und elegant und ich habe als Symbol eine Ballerina gewählt mit verkreuzten Beinen. Die ist elegant, hat ein kurzes Röckchen an und diese verkreuzten Beine haben einen tieferen Sinn. Ich zeige euch welchen. Inversion heißt nämlich vertauschen. Wenn ich mir nochmal so eine Intonationsfrage angucke, tu es de Paris, dann ist hier die Reihenfolge genau wie beim Aussagesatz. Bei der Intonationsfrage dagegen tauschen die und werden zu es-tu de Paris. Da haben wir auch so einen Bindestrich zwischendrin, dass man auch erkennt, was da passiert ist. Und das ist jetzt tatsächlich genau, wie wir es im Deutschen machen würden. Bist du aus Paris? Deswegen gilt diese Wortreihenfolge eben als dem Deutschen sehr ähnlich. Im Französischen ist das dagegen was, wo man irgendwie noch einen Gedanken mehr braucht, was ungewöhnlich ist. Und das gilt als sehr elegant, sehr gehoben. Wenn ihr so eure Kumpels auf der Straße irgendwas fragt, dann kriegt ihr in Frankreich vermutlich einen komischen Blick zugeworfen. Dann antworten die euch vermutlich mit Ja, Monsieur, darf ich Ihnen sonst noch etwas bringen oder so. Also das ist schon wirklich sehr edel hier, diese Formulierung. Dann gehen wir es mal durch, unsere Ja-Nein-Fragen. Est-ce Julien? Es-tu de Paris? Oh, da habe ich einen Punkt noch statt Fragezeichen. Das ist natürlich eine Frage. As-tu 11 ans? Und jetzt, oh, y a-t-il un stylo? Das T, was macht denn das da? Das ist rein zur Aussprache hier mit eingefügt. Das heißt, y-a-il würde für französische Ohren doof klingen. Für meine auch. Y-a-il, das ist... Klingt nicht schön, man nennt das einen Hiatus, einen Gähnlaut. Da macht man so ein T rein, dass das alles ein bisschen Rhythmus hat und dann geht es leichter. Und dieses T wird wirklich auch geschrieben und ist immer vorgeschrieben, wenn ein Vokal auf einen anderen Vokal trifft, bei der Inversionsfrage. Mit Fragewort geht's auch. Qui est? D'où es-tu? Quel âge as-tu? Qui a-t-il? Sehr elegant, oder? Kommt, sag doch mal, so schön formuliert. Aber es ist eben auch wirklich hochgestochen. Mit Eske seid ihr besser dabei. Andererseits, wenn ihr zum Beispiel schreibt, dann ist es auch viel kürzer. Und es gibt weniger Chancen auf Fehler. Außer natürlich, man guckt so wie hier, wenn ich da mal wieder ein paar Punkte vergessen habe. Sorry dafür. Ist jetzt so. Ich habe euch nochmal eine Übersicht gemacht. Mit freundlicher Erlaubnis des Klett Verlags. Aus dem Buch Tous Ensemble 2, Seite 133. Tous Ensemble 2 deswegen, weil da schon ein paar weiterführende Fragen drinstehen, die in Tous Ensemble 1 noch nicht vorkommen, uns aber auch noch nicht so viele, so komplizierte sind und man noch ein bisschen den Überblick behält. Neu eingeführt wird in Tous Ensemble 2 dieser Fragesatz mit Eske. Da habt ihr hier ein paar Beispiele. Est-ce qu'on va à la piscine ce weekend? Gehen wir dieses Wochenende ins Schwimmbad? D'accord, quand est-ce qu'on y va? Ay, wenn die Quarantäne vorbei ist, wann sonst? Quand, wann? Est-ce que tu as trouvé ton sac? Hast du deine Tasche gefunden? Pourquoi est-ce que tu ne viens pas? Warum kommst du nicht? Quand est-ce que vous allez au cinéma? Wann geht ihr ins Kino? À quelle heure est-ce que le film commence? Um wie viel Uhr fängt der Film an? Und dann haben wir hier noch ein paar weitere Frageformen. So die wichtigsten Fragen, die immer wieder in den Französischbüchern auftauchen, in 1 und 2. C'est qui? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on fait?
On va au cinéma? Das ist wieder so eine typische Intonationsfrage, ne? Quand? À quelle heure? Il est quelle heure? Que fait Lisa? Lina? Que fait Lina? Pourquoi? Où est Théo? Tu es où? Avec qui? Est-ce que tu fais une fête? Da seid ihr soweit erstmal versorgt. Wer sich's etwas in Ruhe durchlesen oder abschreiben möchte, kann ja das Bild anhalten. Dann viel Erfolg beim Fragen stellen, bleibt neugierig, bleibt's mir gesund und wir sehen uns beim nächsten Tutorial.